Valeria, du bist wieder zur Adoption frei. Grüß Felix von mir. So, aber hier, die Dame hier in Pink. Hey, Darling, komm mal her. Hi. Hi, Darling. Wie heißt du? I'm Zodiac. You know, I'm Influencer. Gary Zodiac auf Instagram. Zodiac. Darin, lies mal die SMS, die ich dir geschrieben habe. Nein, Alkohol, Harald, ich komme gleich wieder. Die SMS, die geschrieben Amigo, du bist nichts in der Familie, oder was auch immer du bist. Das wird nichts hier mit der Familie. Wir sind tolerant, aber nicht so tolerant. Darling, ich habe auch die neue Kylie Jenner Cosmetics Kollektion. Okay, gut, dann gehörst du Familie zum Glück. OMG, love ya. Ach, ey, komm, wir gehen zusammen, was du drehen gewollt. Und fick deine ganze Kylie Jenner Kollektion, okay? Wenn du mit mir redest, dann redest du mit deinem Papa, hast du mich verstanden? Hakan. Okay. Hast du mich verstanden? Ja, girl. Also Zodiac. Ja, Darling. Niki? Mhm. Ich glaube, das ist eine Hausnummer zu groß für uns beide. Ich glaube auch. Also das ist echt schwer, glaube ich, zu erziehen. Ich dir echt. Hey, Süße, ne? OMG, diese Mask sieht ja wirklich gorgeous aus. Ich habe gehört, du hast die neue Kollektion von Kylie Jenner. Ja, oh, Sweetie, und hast du auch den Lippenstift? Der Lipgloss? Nein, I'm sorry. Oh, sorry, man, dann muss ich leider los. Ja, und Leute sagen, Bruder, ja, hau mal rein, wenn ich komme, Bruder, scheißegal, ich hau dir eine rein. Ja, ganz genau, Hakan Abi verhau gerne Leute 24/7. Ja, auf dem Bau, Bruder, Baustelle, Bohrmaschinen und all den Scheiß, esse wie die Chinesen den ganzen Tag nur noch Reis, ja. Ja, ich bin heiß, ohne Fleiß, keinen Preis. Hakan Abi, Bruder, yo, bei Beef, ja, dann ich scheiß, ja. Was ist los, ja? Der Beat geht ab, oh no. Nie wieder Wohn auf Mietwohnung, was ist das für ein Beat, Digga? Ja, Mann, so ein ekliger Beat, Alter. Das war richtig scheiße. Mach mal was anderes, Digga. Oh, er macht Beat auf einmal Transformers. Spanischer Gospel oder so. Ja, okay, dann nehme ich dich halt darauf auseinander. Schau mal, was du drauf hast jetzt. Mach mal lauter. Kuss. Ja, wenn ich ziehe, Bruder, dann nur die Mac-10. Und wenn ich shoote, siehst du diese Bitch jetzt wegrennen. Du kleine Ratte, machst auf Kredibilität. Hakan Abi nimmt dich auseinander, Bruder, Realität. Du kleine Ratte, hau jetzt ab, bevor ich komm. Hakan Abi, gib dir links, gib dir rechts, du wirst zerbombt. Gehe in die Nase, Bruder, als wär ich Nasenspray. Und die Leute auf der Straße sagen, ist das dieser Cassius Clay? Ja, du kleine Missgeburtenratte. Hakan Abi nimmt dich auseinander, fick dich hinten auf der Sojalatte, yo. Junge, sie nennen mich Mike Tyson, warum? Ja, Bruder, wenn ich komme, sind sie alle am Einscheißen, yo. Nehme dich jederzeit auseinander. Hakan Abi, bin auf dem Bau wie ein Bauarbeiter. Und deine Ratte, diese kleine Bitch, die auf den Beinen kniet, nimmt ihn tief, nimmt ihn rein bis zum Rachen. Hakan Abi, über Bitches wie dich können wir nur lachen. Ey, Kapitän. Ratte hier, Ratte da, Hausmaus, was denkst du, wie du bist da? Hausmaus? Was denkst du, ha? Kredibilität auf Realität? Ja. Ja, bisschen Halftime spitten, denkt der wäre krass. Ach, kein Plan, also. Digga, du Furze. Warte, mach mal ein Beat dann, zwei hier. Ciao! Hey, Hakan, mach mal mit deinem. Was für Joke, Bruder? Ey. Er sagt, ich joke, Digga, ich droppe paar Bomben. Du denkst, du wärst krass? Ja, dein Wasch ist so klein wie dein Schwanz. Hab mal die Schnauze, du spaßt. Bra, Ratte hier, Hausmaus da. Mann, halt mal den Drang. Guck, wie du aussiehst. Ekelhaft, Digga, auf dem Mantel. Denkt, er wär Hatta, aber ich wär's da ever. Alter. Ja, du bekommst in den Arsch, Mercedes, Bruder, und zwar für einen Zehner. Mann, Alter, du bist deine Slut. Was für die Fresse halten?
Direkt zu der Hausmaus. Oh Junge, ich bin der Beste. Du bist ein Opfer, Mann, du rauchst halt jeden Tag zu viel Weed. So rappt man richtig, halt die Schnauze, Mann, zerfährt sich, du Peach. Ich geb kein Fick, nee, ich geb kein Fick. Ja, ich rappe die Wartiger, du bist ein Opfer. Hab mal die Schnauze, Mann, ich trinke Klopfer. Was will ich tun, Mann, du bist nur, kein Plan, hat man, mach mal, na. Alter. Ach, an der Wartezeit. Kapital Bra, du bist der Double Tap. Oh, der Clash von Arme, ja? Nein, er ist Kapital Bra, Bruder. Oh, alles klar, du hast mich gefickt, tut mir leid. Danke. Oh, habt ihr echt geliebt. So wie du mich jetzt gerade liebst oder eher nicht so? Eher nicht so. Ein bisschen mehr. Hakan hat Mila richtig geliebt, Alter. Aber so richtig, richtig geliebt. Er hat ihre Telefonnummer. Hergeben, sofort. Schreibst du mit? Ja. 68 370 370, okay. Ich würde sagen, du rufst an und machst sie direkt zur Sau. Sag direkt, ey, du kleine Rotznase und so. Hallo? Hakan, willst du dich eigentlich verarschen? Hilfe! Hilfe! Aus dem Wasser raus, Hakan, komm! Ich kann nicht schwimmen, bin zu schnell im Wellen! Oh Mann! Halt dich an mir fest! Komm! Halt dich an mir fest! Komm, und du hast dein langsam. Leben gerettet! Ja, nichts dafür. Komm mal mit. Setz dich mal hier ins Trockene. Boah, du hast dich irgendwie besoffen an wie Uwe. Warum heißen Fliegen Fliegen? Wollen wir fliegen? Gar kein Problem. Komm, wir fliegen eine Runde. Sag das mal, Fliegen. Setz dich mal draußen hin. Hast du frische Luft? Sag mal, Fliegen. Fliegen. Komm da weg. Nein, Fliegen. Hakan. Mama, sag fliegen. Mal, Fliegen. Nee, du kannst jetzt nicht fliegen. Mit Fliegen. Auf gar keinen Fall. Du kotzt da rein. Das geht nicht. Das fliegen. Muss ich wegmachen. Nee, deswegen Hakan. Soll er sich jetzt Auto, rausnehmen. Komm mal. Auto. Mama, komm bitte von der Autos Straße, oder? Fliegen. Komm, nein, Hakan, Autos kann nicht fliegen. Komm, Hakan, mal, steig bitte, ein. Lass mal ein bisschen Spaß haben hier. Oh, Frankie. Hakan, bitte, nein, nicht fliegen, nicht auf die Straße, nicht tun, was irgendwie Körperteile oder sonstiges kosten könnte. Oh, so good, da fliegen. Oh, ich glaube, das wird nicht. Sanga, verkommt das in Gerie, da fliegen. Nein, Hakan, du fliegst nirgendwo hin, du bleibst mal schön hier. Oh Gott, tausend Sachen gleichzeitig, krieg ich einen am Appel. Ja, ich kann. Ach, Brinki, ich muss mal kurz auflegen, Hakan liegt auf dem Boden und weint, ich ruf gleich zurück, ja? Gleich. Hakan, was ist denn los? Geht's dir nicht gut? Du musst... Brichst du? Ich will Mila haben. Mama, du bist doch mit Mila Niki verheiratet. Aufstehen! Aufstehen! Du bist mit Niki aufstehen. Verheiratet. Hakan, komm, steh auf. Komm, sei mein Mann. Ich wollte gerade sagen, du bist hier, ne? Recht. Oh, Hakan. Fliege. Schatz, bleib da, wir sind sofort da, ja? Coupé? Okay. Bis dann, Lila. Jo. Also es ist eine Mischung zwischen Sportwagen und Coupé in Blau. Also, Hakan, ich hab sie kennengelernt. Sie war hier am Höfenpark und hatte keine Hose an. Und, ich hab die irgendwie verloren. Sollen sie adoptieren? Oh mein Gott, möchtest du unsere Tochter sein? Ach so. Ich hab hier... ich hab keine Eltern oder so. Ja, meine Eltern sind gestorben. Herzlichen Glückwunsch. Komm, lass dich mal drücken. Willkommen in der Familie. Ich kenne euch doch noch gar nicht so gut. Ja, dann lernt uns heute kennen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist so... Ja? Aufregend. Dankeschön. So ein hast du vielleicht Doppel noch ein Pflaster oder so? Mann. Mir geht's echt scheiße. Boah, es gibt eine Schubsätze, nur noch Pflaster. Nee, leider nicht. Was ist das, ja? Sei ich doch einmal, Speck und Eier. Sei doch einmal zufrieden mit dem, was ich dir gebe! Ich hab das doch alles gut, Mann. Mann. Aber mir geht's trotzdem scheiße. Und dafür kann ich nichts. Dann schlag dich hier nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen Typenwürfen quasi. Ein richtiger Boxkampf. Er hat Gürtel genommen.
Wette gewonnen. Also du bist jetzt unsere Tochter. Was aber ist das denn für ein Loser? Er trifft nicht mal einmal. Ey, Digga, ich sterb gleich. Halt's Maul. Wir haben hier Familienbrennpunkt gerade. Okay.